Kari, ja Kari, ja Kari. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Ja Kari, kleiner Donner, ja Kari, kleiner Donner. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Ja Kari, ja Kari, ja Kari. Yakari, hast du Fettauge gesehen? Yakari? Er hat vergessen, aus dem Winterschlaf aufzuwachen. Dabei ist längst Frühling. Das ist seltsam. Der Fluss scheint auch noch nicht aufgewacht zu sein. Ja, das ist merkwürdig. Sonst führt der Fluss um diese Jahreszeit viel mehr Wasser. Ich will wissen, was da los ist. Kommst du mit? Ach nein, ich habe meiner Mutter versprochen, ihr so schnell wie möglich den Ahornsaft zu bringen. Hier hast du noch mehr. Das muss ich mir genauer ansehen. Schmeckt der lecker. Es ist unheimlich, Yakari. Hier kommt viel zu wenig Wasser an. Wir mussten einen Extradamm bauen, um es zurückzuhalten. Was soll denn nur ohne den Fluss aus uns werden? Wir Biber können ohne Wasser nun mal nicht leben. Ja, das ist wahr. Der Damm ist nur eine Notlösung, aber fürs Erste reicht er. Findet ihr es nicht sonderbar, dass der Fluss im Frühling so wenig Wasser führt? Ja, die Zeiten ändern sich. Mag schon sein, aber trotzdem finde ich das ungewöhnlich. Die Reserven schwinden dahin, wenn du der Quelle des Problems nicht auf den Grund gehst. Du tust gut daran, dich um deine Freunde zu sorgen. Der mit dem Kopf in den Wolken weiß die Antwort. Die Antwort? Der mit dem Kopf in den Wolken? Was bedeutet das, große Adler? Die Natur ist zuweilen launisch. Oh. Wonach hältst du Ausschau, der alles weiß? Im Winter hält der Berg das Wasser gefangen in Eis und Schnee. Doch im Frühling muss er es wieder freigeben, auf dass es seinem Lauf folgen kann. Seinem Lauf? Ja, das ist der ewige Kreislauf des Lebens auf Erden. Schnee und Eis werden zu Wasser, um die Bäche und Flüsse zu speisen. Denn das Wasser ist der Ursprung allen Lebens, Yakari. Wie kommt es dann, dass der Schnee dort oben schon fast geschmolzen ist und immer noch... Und immer noch folgt das Wasser nicht seinem Lauf? Ja, du hast recht, Yakari. Es muss etwas geschehen sein, denn der Kreis ist unterbrochen. Die Reserven schwinden dahin, wenn du der Quelle des Problems nicht auf den Grund gehst. Die Quelle! Das Wasser kommt von da oben. Genau, ich muss sofort auf den Berg. Los, kleiner Donner, schnell! Hüa! Guten Tag, Biber! Guten Tag, Jörg. Wie ich sagte, die Zeiten ändern sich. Zu meiner Zeit blieb man stehen, um guten Tag zu sagen. Meine Beine sind im Winter ziemlich steif geworden. Es wurde auch Zeit, dass wir mal wieder richtig ausreiten. Du machst das prima, kleiner Donner. Lass uns außen herumgehen. Ich gehe lieber zu Fuß weiter. Hab keine Angst, Yakari. Meine Hufe schaffen das schon. Glaubst du wirklich?
Wir haben den Gebirgsbach lange nicht mehr gesehen. Meinst du, dass wir hier immer noch richtig sind? Der mit dem Kopf in den Wolken weiß die Antwort. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es da oben ist. Wir müssen weiter. Hast du dich etwa verletzt? Zum Glück nicht. Eine Lawine! Das war knapp. Ich wusste nicht, dass es in den Bergen so gefährlich ist. Da kommt noch eine. Hilf mir mal, kleiner Donner. Wir müssen hier raus, bevor uns eine Lawine noch endgültig verschüttet. Warte, lass mich mal. Klasse, und jetzt raus hier. Bist du das, großer Adler? Was machst du hier? Ich bin derjenige, der euch fragen sollte, was ihr hier macht. Noch niemand ist bisher so weit hochgeklettert. Und wie heißt du? Deinesgleichen nennen mich den Donnervogel, denn es heißt, ich brächte das Gewitter mit Blitz und Donner zu ihnen. Doch ich bin ein Kondor. Ein Kondor? Noch nie gehört. Kein Wunder. Die meisten meiner Art leben nicht hier, sondern dort, wo die Sonne untergeht. Ich bin einer der ganz wenigen, die in dieser Gegend geblieben sind. Und hoch oben in den Felsspitzen ist mein Zuhause. In Höhen, die für andere Wesen unerreichbar sind. Dann ist er also der mit dem Kopf in den Wolken. Es war mutig, von euch hier hochzuklettern, denn das ist zu dieser Zeit sehr gefährlich. Ja, allerdings. Wir sind hier, weil wir wissen wollen, warum das Schmelzwasser unseren Fluss im Tal nicht mehr füllt. Ich kann dich zur Quelle führen, die den Fluss speist, aber sie liegt noch viel weiter oben und dein Freund sollte lieber zurückkehren. Kommt nicht in Frage. Wem traust du? Großer Adler sagte das so. Und wie soll er überhaupt später ins Dorf zurückfinden, hä? Sei ganz unbesorgt. Ich geleite ihn hinunter. Wirklich? Ich komme schon wieder, kleiner Donner. Wir sehen uns am Fluss, bei den Bibern. Gut, brechen wir auf. Also, Kondor, ich bin bereit. Ist das schön! Sogar Bergziegen. Sieh nur, Yakari, dort ist die Quelle, die euren Fluss mit Wasser speist. Ich muss näher ran. Könntest du dort abspringen? Kein Problem, ich falle immer auf die Füße. Wie ein Puma. Wie du meinst. So, so, immer auf die Füße, Yakari. Hoppla, und jetzt zu der Quelle. Was ist hier nur los? Das Wasser fließt noch. Aber in die falsche Richtung. Der riesige Eisbrocken da ist schuld. Bestimmt hat ihn eine Lawine dahin geschoben. Und ebenso wenig wird er dort von selbst wieder verschwinden. Er muss ungeheuer schwer sein. Wäre kleiner Donner nur hier, der würde ihn da sicher wegstoßen. Moment mal. Wenn dieser Eisbrocken von einer Lawine dahin geschafft wurde, kann eine zweite Lawine ihn wieder wegschaffen. Kannst du mich da oben hinbringen, Kondor? Hier müsste es klappen. Ach, schade. Das war nichts. Das war schon wieder nichts. Diesmal schaffe ich es. Gut so. Vorsicht, Yakari! Oh.
Jakari findet bestimmt einen Weg, das Wasser wieder fließen zu lassen. Tja, ich sage immer, die Natur geht ihren eigenen Weg. Hört ihr das? Ist kein Wasser da? Ist eben keines da. So ist das. Und wenn sich was ändert, dann ändert sich eben was. Das Wasser ist wieder da! Ja, 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 ja. Tja, wie ich doch immer sage, die Natur geht ihren eigenen Weg. Ja, aber diesmal hat Jakari ein bisschen nachgeholfen, glaube ich. Wirklich? Wo ist er denn? Wir wollen uns bei ihm bedanken. Ja, das wüsste ich auch gern. Er sollte schon längst wieder zurück sein. Jakari! Er schläft nur! Jakari! Schläft wie ein Stein. Du willst wohl mit Fettauge um die Wette schnarchen, was? Na los, steh auf! Weißt du was, kleiner Dog? Ich hatte einen komischen Traum. Ich flog mit einem Kondor durch die Luft. Oben in den Berg. Ein Kondor? Dann war das also gar kein Traum. Nein, Jakari, du warst wirklich da. Ich bin richtig stolz auf dich.